Was genau ist euer Problem, Hasswulf? Effertke weiter. Haben nicht genug Eier, um einem Pakt zu widerstehen. Die tiefen Einflüsterungen. Verderberin. Ist das so, ja? Ei. Das wohl, bei Swafnir. Nun, dann möchte ich eine Sache gleich klarstellen. Ich denke, auf dieser Mission sind wir alle gleichermaßen in Gefahr, den Einflüsterungen der Herzogin anheimzufallen. Ja, aber ich habe mehr Eier als er. Das ist schön und beruhigend, aber gefährdet sind wir alle. Und ich möchte eine Gruppe von Geweihten, die aufeinander und auf ihre Schutzbefohlenen Acht gibt. Abenteuer. Und ich werde jeden Geweihten, der sich anschließen möchte, zumindest anhören. Denn das gebietet die Höflichkeit. Der Bursche wird dir gleich zusammenbrechen. Passt. Nun, dann habt ihr ja nichts zu befürchten. Wenn so, dann fang mal an. Folgen wolltet. Ja, Hasswolf humpelt vor, beziehungsweise dir nach, wenn du dann den gewissen Raum aussuchst und das Klonken seines Holzbeins wird dann für die ersten Seefahrtsgefühle in deinem Bauch sorgen, während du dann in Richtung der Kapelle gehst? Ich würde erst eine Runde übers Deck drehen und sagen, vielleicht möchten sich einige der Fachkundigen bereits einen groben Eindruck vom Zustand des Schiffes machen. Ihr seht, es hat einige Beschädigungen erlitten, aber nichts, was nicht zu reparieren wäre, wie man mir versichert hat. Das kriege ich schon wieder hin. Ja, alles gut. Habe ich mir schon mal angeguckt. Hab ein bisschen mit Boltax gesprochen und da bei mir. Wunderbar. Wir setzen auf euch. Sie zwinkert dazu. Also wenn dann alle genügend Gelegenheit hatten zu gucken, da wo die Reling beschädigt ist oder sonst wo immer, dann führe ich sie nach drinnen. Das ist der Kapellenraum. Wie ihr sehen könnt, ist er dem Abes geweiht. Das wird euch sicher freuen, Aviander. Und ich habe bereits einige Besorgungen gemacht. Wir werden hier noch weitere Schreine aufbauen, sodass wenigstens die Götter, die wir hier unter den Geweihten haben, auch irgendwie hier vertreten sein können. Also ich freue mich. Seht euch gerne ein wenig um. Ich möchte gerne einzeln mit euch sprechen und ich denke, es wäre nur richtig, wenn ehrwürden Netia der Vortritt gewährt wird. Sie nickt. Gut, dann begleitet mich. Ja, sie folgt dir, wohin auch immer du gehst. Ich gehe dann in den einen Raum neben der Kapelle, also links von der Kapelle. Da habe ich einen Tisch hingestellt und Stühle, also dass man sich einigermaßen gemütlich unterhalten kann. So. Man hat mir gesagt, ihr seid die Pro-Präzeptoren des Draconiterhortes zu Pericum. Ist das richtig? Das stimmt so. Korrekt. Allerdings, bevor ihr mich nach meinem Alter beurteilt, ich habe 20 Jahre lang bei Rathar al-Zani nach dem Schiff die Karten verwaltet, bis ich dann die Stelle in dem Hort antrat und meine Stelle dann einer wesentlich jüngeren übereignet worden ist. Sari Treuballet, auch sie solltet ihr kennen. Ich habe von ihr gehört, sie kam auf recht schreckliche Weise zu Tode, nicht wahr? Davon weiß ich nichts. Jetzt sieht sie besorgt aus. Bitte macht euch nicht zu früh Sorgen. Ich bin nicht bis ins Letzte im Bilde, aber ich meinte gehört zu haben, vielleicht verwechsle ich sie. Aber ich werde euch nachher auf jeden Fall noch zum ersten Offizier bringen. Er sollte das wissen. Meine Frage wäre eigentlich auch nicht nach eurem Alter gewesen, sondern vielmehr, ob euer Hort euch entbehren kann. Aber es zieht euch wohl wieder hinaus? Es gibt weitere Drakoniter, die meinen Platz übernehmen können und ich bin mir der Gefährlichkeit der vor uns liegenden Queste gewahr. Denn vieles wurde über die nun folgende Reise prophezeit.
kennt die Delphin-Manuskripte? Ich habe sie nicht selbst gelesen, nein. Umso mehr freut es mich, euch an Bord zu haben. Ihr habt sie studieren können? Ich werde euch nach und nach einige Teile davon offenbaren. Ich werde die richtigen Fragmente raussuchen. Sie nickt. Hab Dank. Das führt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Welches sind eure stärksten Wissensgebiete neben der Heilkunst? Ihr habt euch ja als Mediker beworben, aber gewiss habt ihr noch weitere Fachgebiete. Ganz generell die Seefahrt. Nun, als Drakoniter führe ich die Hesinde Kirche kämpferisch an. Und ich habe lange, viele Jahre bei Sanin gedient und viel von ihm gelernt. Ich kann also neben den Karten auch an See überleben und mitkämpfen. Aber ja. Meine eigentliche Spezialisierung ist die Anatomie. Mir scheint, wir haben wirklich großes Glück mit euch. Kennt ihr zufälligerweise Asabo Hitchcock vom Großen See? Der ist mir bekannt. Ein sehr junger Geweihter, aber doch, seine Abenteuer sind auch schon zu mir vorgedrungen. Er ist mit einer lieben Freundin von uns verheiratet. Isarun. Isarun. Ja. Gut, was eure Tätigkeit als Geweihte angeht, beherrscht ihr irgendwelche Liturgien, die uns in der blutigen See von besonderem Nutzen sein können? Nun, da ich zwar der Hesinde zugetan bin, aber wohl einiges an der Herren Pereina an Wohlgefallen erweckt habe, werde ich auch ihre Liturgien sprechen können. Sowohl die allgemeinen Tätigkeiten als auch die fortgeschrittenen liturgischen Kenntnisse. Ich kann also nicht nur profan heilen, sondern eben auch mit Kamalen willen. Ansonsten vergesse ich nichts. Das ist hervorragend. Und für euer Wissen werden wir sicherlich noch dankbar sein. Doch so eine Gemeinschaft auf dem Schiff ist eine komplexe Angelegenheit. Und deswegen möchte ich euch fragen, was wäre, wenn es zu einer Meuterei auf dem Schiff käme? Was denkt ihr, würdet ihr tun? Eine gute Frage. Ich bin an Bord angestellt als Ärztin und damit erzneutral. Politik an Bord eines Schiffes mag mich nicht interessieren und ich verpflege jeden, der im Zuge einer Meuterei verletzt wird. Sulamin nickt anerkennend. Dann noch eine letzte Sache. Es ist eine sehr persönliche Frage. Aber ich denke, es ist wichtig, ich hatte es ja unten am Kai schon gesagt, dass wir in Anbetracht der Wichtigkeit unserer Mission sicherlich Versuchungen ausgesetzt sein werden. Wurdet ihr schon einmal versucht? Ihr müsst mir nicht sagen, was geschehen ist. Mich interessiert nur, wie ihr mit so etwas umgeht. Durch Analyse. Ich wurde im Laufe meines Lebens schon oft von Stimmen heimgesucht. Ich habe ihnen jedes Mal bisher widerstanden. Vor kurzem erst ein weiteres Mal, aber ein paar Abenteurer haben dabei geholfen, das Ganze zu verhindern. Ich bin zwar nicht auf sie angewiesen, aber sehr wohl dankbar für jede helfende Hand. Denn wenn man mit Dämonen konversiert, kann es durchaus zu Problemen kommen. Danke für eure ehrliche Antwort. Dann werde ich mich wohl dem Nächsten zuwenden. Wenn ihr einen solchen Paktierer unter euren Reihen wähnt oder den Einflussdrung, dann kenne ich Heilmittel, wie man einen solchen Pakt brechen kann oder wie man solchen Paktierer erkennen kann. Auch das wäre vielleicht von Nutzen. Das ist gut und wichtig. Danke, dass ihr mir das mitgeteilt habt. Ich schicke den Nächsten rein. Gerne. Derweil bei Abelmir. Nun, Baltax, die lassen sich ganz schön Zeit. Ja, sind noch 3 Minuten. Ich denke, sie wollen alle genau pünktlich kommen, um keinen schlechten Eindruck. Oh, seht mal da hinten. Ich glaube, da kommen sie. Nun, wie wollt ihr sie prüfen? Nacheinander? Zugleich? Genau. Nun, nacheinander. Die erste Prüfung, das verrate ich euch jetzt schon mal, bevor ich es ihnen gleich erkläre, ist die Prüfung des Blitzes. Und ich habe mir gedacht, was ist der
veritabelste Zauber, der uns in unserer Zeit bisher immer am meisten geholfen hat. Nun, ihr kennt den Blitz, ich finde, den Kantus? Natürlich, ich habe euch und Isarun häufig genug zugeguckt und ihn selbst auch schon ein, zweimal gewirkt. Bin nicht so gut wie Isarun, aber naja. Aber Isarun hat schon eine Lücke hinterlassen, emotional und was diesen Kantus angeht. Und ich wollte einfach mal gucken, wie gut, naja, unsere Aspiranten sind. Sie werden das Ganze natürlich unter erschwerten Bedingungen vollführen müssen. Ich werde sie in eine Zone der Dunkelheit und des Silenziums stellen. Hey, sollen... Boltax, halt das Haus! Oh, na, mein Freund. Alles ah, gut. Bist du schon betrunken? Nein, nein, das kommt erst später. Aber wir müssen ja erstmal die Prüfung abhalten. Komm, mach doch mal mit, Mann. Ich bin doch schon hakedicht. Das ist gut, aber die Prüfung musst du trotzdem machen. Alles gut, betrunken geht das eh viel besser. Zieh bloß Augenbrauen hoch, guck Boltax an. Boltax, wie früher, Mann. Na ja, wie früher. Nur, dass ich dich jetzt prüfe und nicht umgekehrt. ja, genau. Ich komme gleich wieder. Der Besen sieht interessant aus. Er geht über das Deck und schnappt sich irgendwie so einen Kehrbesen, mit dem er dann irgendwelche Verzauberungen anstellt, die mit der Prüfung überhaupt nichts zu tun haben. Währenddessen kannst du sehen, wie der große Mr. Satinaf, ein alter Mann mit weißem Bart, vor dir auftaucht. Du selber hast ihn noch nicht gesehen, aber Abel mir hat wohl schon von ihm erzählt. Und während er auf dich zukommt, holt er einen Zettel heraus, steckt seine Taschenuhr weg und überreicht dir den Zettel. Ich gucke auf den Zettel. Du kannst darauf erkennen, deine eigene Schrift. Der große Mr. Satinaf hat alle Prüfungen bestanden, zum Wohlgefallen des Kapitäns. Unterschrieben, ja. Boltax Brandbrecker. Das ist sehr schön, aber... Also, du musst ja nur eine Prüfung bestehen. Also macht dieser Zettel keinen Sinn. Was? Naja, wenn du die eine Prüfung bestehst, dann bist du schon durch. Ich hab... Du musst nicht alle bestehen, deshalb macht dieser Zettel keinen Sinn. Hättest du die erste Prüfung... Ich werde alle bestanden haben werden. Na, das werden wir sehen. Werden. Du musst lachen, wenn der erste Bordmagus einen Witz macht. Das habe ich gestern bereits gelernt. Gut. Oder war es morgen? Und du lachst trotzdem nicht. Jetzt winkelt ihr zu. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gut. Also, sind wir jetzt alle vollständig? Ja, nein. Du kannst noch sehen, wie Marcesca Paligan und Magister Kohlrab beide mit dem gleichförmigen Ausdruck von Langeweile und Genervtheit auf dich zukommen, was wohl allerdings verschiedene Gründe haben mag. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Prüfung, der Prüfung des Blitzes. Um noch einmal kurz die Prüfungsgegebenheiten zusammenzufassen, es geht um Folgendes. Jeder, der oder die eine Prüfung besteht, hat hiermit offiziell einen Platz in unserer Riege der Magier unseres wunderschönen Schiffes erworben, nicht wahr? Und die Prüfungen sind nicht ganz einfach. Der Kapitän und ich schauen uns das Ganze an und wir beratschlagen dann und geben am Ende Auskunft darüber, wer die Prüfung jeweils am besten bestanden hat. Ich enthülle zur jeweiligen Prüfung dann immer die genauen Umstände. Zunächst zur ersten Prüfung. Diese findet hier am Kai statt und es geht grundsätzlich um eine sehr einfache, aber auch sehr schwierige Situation. Ich möchte Sie alle nacheinander bitten, mich mit dem wichtigsten Zauber, der in keinem Repertoire eines Magiers fehlen sollte, zu verzaubern, beziehungsweise es zu versuchen. Denn ich bin ein Zwerg und ich bin nicht besonders leicht zu verzaubern. Aber das kennen Sie ja sicher. Also. Ich werde Ihnen gleich eine recht schwierige Situation stellen und Sie müssen mich mit dem Blitz verzaubern. Eigentlich einfach. Wäre da nicht der Umstand, dass Sie sich in einer Zone des Silenzium und des Dunkelheit befinden, wie Sie genau diese verzwickte Situation lösen und wie stark jeweils der Effekt des Blitzes auf mich wirkt, hängt davon ab, wie gut Sie als Magier diesen Kantus beherrschen und wie vielseitig sie ihre anderen Zauber einsetzen. Naja, und wer mich am besten verzaubert, hat die erste Prüfung gewonnen. So einfach ist das. Gut, dann fangen wir an. Gibt es irgendwelche Fragen? Fangen wir an. Sehr schön. Dann haben wir auch gleich die erste Person, die sich der Prüfung stellen möchte.
Ja, ich würde erstmal eine Zone der Dunkelheit und dann eine Silenzium-Zone zaubern, jeweils für 10 Minuten an eine Stelle. Ich würde die Zonen übereinander legen. Ja, Silenzium und Dunkelheit, alles klar. Genau. Damit sind die Zauber wie erschwert für die? Naja, also sie müssen... Zweimal um 7. Genau. Damit darf halbiert werden für Gildenmagier, obviously. Also insgesamt um 8 erschwert. Ups, so. Und ich zauber einmal eine Dunkelheit und einmal einen... Nee, insgesamt um 7 erschwert. Es wird ja erst aufsummiert und dann halbiert. Achso, ja gut. Das ist wahr. An dieser Stelle könnte man auch noch herausfinden, wer von denen Matrix-Verständnis hat, weil alle anderen brauchen länger zum Zaubern, weil sie ja für Modifizieren jeweils eine Aktion brauchen. Also 2 Aktionen mehr. Ja. Auch wenn du eben oder wenn ich Zeit lassen Magistra Kohlrab hättest vorgeschickt, du kannst so sehen, wie der große Mr. Satina als erstes vortritt, in die Dunkelheit sich reinstellt. Und nach ungefähr einer Minute kannst du sehen, wie er eine Lampe aus der Dunkelheitszone heraushält und in dein Gesicht blendet. Es ist hell. Sorry. Das war nicht die geforderte Aufgabe. Aber interessante Lösungsmöglichkeit. Er tritt wieder raus. Ich hab's natürlich geschafft. Ich habe euch geblendet. Ich notiere was von meinem Klemmbrett. Ich notiere mir auch was in meinem Klemmbrett. Ja, das war ganz possierlich. In der Tat. Dann die nächste Person. Ich würde sagen... Adriano Vespucci reitet auf seinem Besen, den er mittlerweile verzaubert hat, in die Dunkelheitswolke hinein und du kannst nach ungefähr einer Minute merken, wie ein schwacher Blitz vordringt, aber an deiner Magieresistenz einfach abprallt. Mhm. Also, das war nicht einmal mehr knapp. Ja, ich notiere mir das. Er kommt raus, muss sich jetzt allerdings an dem Besen so ein bisschen festhalten. Oh, ich bin so besoffen. Oh, da drin verliert man voll die Orientierung. Aha. Voltax, komm, im Blatt. Später, da haben wir noch etwas ganz Gutes da, aber jetzt nicht. Nun, welche Dame mag die etwas ältere oder die etwas jüngere zuerst? Marcesca hält genervt ihre Hand so ein bisschen nach draußen, um anzudeuten, dass Magister Kohlrab als erstes darf. Und... die wird erstmal nur mit dem Kopf schütteln, sondern Alter vor Schönheit. Dementsprechend lässt sie Marcesca nach vorne. Die ist weiterhin genervt und tritt dann in die Dunkelheit. Es dauert ein bisschen länger, aber irgendwann bemerkst du, wie sich etwas gegen deine Magieresistenz drückt und dann kannst du merken, wie etwas mit aller Macht diesen Schild überwindet. Und wie hoch ist deine MR? 12. Ohne eisernen Willen. Machst du den zusätzlich an? Nee, ich mach keinen eisernen Willen an. Ja, dann merkst du, wie eine Flutwelle über dich drüber brandet und die Magieresistent weggebrannt wird. Plötzlich ist alles um dich herum sowohl dunkel als auch hell. Ich wedel mal so mit der Hand vor Boltags Augen. Sehr beeindruckend. Marcesca tritt dann wieder aus der Dunkelheitszone heraus, deutet eine Verbeugung an und geht. Sehr schön. Das war schon sehr beeindruckend. Dann unsere letzte Aspirantin, bitte. Ja, du brauchst so ein bisschen, um dich zu sammeln. 2-3 Minuten, die du wieder klarkommst, um dich von dem Blitz zu erholen. Und Magistra Kohlrab tritt in die Dunkelheitswolke. Nach ungefähr, du würdest sagen, 3 Sekunden kannst du sehen, wie eine Lichtkugel aus der Dunkelheit aufsteigt und dann der ganze Hafen erhellt wird. Und alle im Umkreis von, du würdest sagen, 200 Schritt geblendet werden. Eine riesige Lichtexplosion, die alle unabhängig von der Magieresistenz trifft und quasi alles Handeln im Hafen gerade eingestellt wird. Aber mir. Sehr, sehr originell. Wirklich was, sehr originell. Was war das für ein Zauber? Nun, eine Flimflam-Variante, in der Tat. Gut, also auch nicht bestanden. Falscher Zauber. Doch, er ist bestanden. Es ist eine sehr originelle Lösung. Nein. Ich würde dir einen Extrapunkt geben. Nein, aber mir. Ich habe explizit gesagt. Der Zauber muss der Cantus Flim... nicht Flimflam, jetzt bin ich ganz verwirrt. Der Blitzlichtfind sein. Diese anderen Möglichkeiten waren ja nett und schön und... aber die einzige Person, die wirklich geschafft hat, ist unsere Aspirantin Nummer 3. Und damit einen herzlichen Glückwunsch, Frau Paligan. Sie sind hiermit diejenige, die die erste Prüfung bestanden hat. Ich darf Sie ganz herzlich an Bord willkommen heißen. Es war eine beeindruckende Leistung.
Der Mund von Magister Kohlrab wird nur zu einem einzelnen Strich, der nur noch da ist, wenn man weiß, dass sie einen Mund hat. Francesca wird nicht lächeln, sondern einfach nur neben dich treten, ohne etwas zu sagen. Nun, meine Damen, meine Herren, dann kommen wir zur zweiten Prüfung. Du kannst sehen, wie Mr. Zatinaf dir wieder mit einer großen Lampe ins Gesicht leuchtet. Ja, das mit dem Leuchten, das muss jetzt nicht mehr sein. Das war die erste Prüfung, Herr Zatinaf, nicht wahr? Das wusste ich natürlich. Gut, gut. Die zweite Prüfung ist die Prüfung der Hast. Geht konkret um eine sehr wichtige Sache. Manchmal müssen auf einem Schiff, auf einem großen Schiff oder wenn wir im Hafen vor Anker liegen, Informationen sehr schnell von A nach B. Dazu habe ich folgende Aufgabe für euch. Im Reihergarten bei meinem guten Freund Gonnech auf dem Schiff und im Lager der Trollzacker befinden sich jeweils Schriftrollen. Insgesamt 3 Stück, auf jedem steht etwas anderes. Was darauf steht, weiß nur ich. Bringt mir alle 3 Schriftrollen. Wer zuerst alle 3 Schriftrollen bei mir abliefert, gewinnt diese Prüfung. Du kannst sehen, wie Adriano Vespucci einen Acceleratus zaubert und einen Bewegungszauber, der ihn die Ausdauer vergessen lässt und dann betrunken ins Hafenbecken mit viel zu viel Geschwindigkeit stolpert. Es plascht einmal und du kannst sehen, wie er unglaublich schnell versucht zu schwimmen. Derweil bei Yalan. Yalan mustert ja, nachdem sie sich sortiert haben. So, er möchte gern Salzfische. Was ihr hinter uns sehen könnt, ist eine 26 geschütz Königsschivone aus Grangor. Ach, Frigaias haben sie die ausgemustert und uns großzügigerweise übergeben. Raumschatz kann das Ding mit einer Bella an Karavelle um die Wette segeln. Bei Raumwetter kann man damit die Seeadler ausmanövrieren. Es ist keine Zweimasterlucke, es ist kein Fischkutter und es ist erst recht keine lanfanische Sklavengaliasse. So ein Wunderwerk der ingerimschen Handwerkskunst muss mit genauso viel Geschick wie Respekt bedient werden. Deswegen können wir nicht jeder dahergelaufene Landratte anheuern. Bevor wir aber herausfinden, wer von euch sich tatsächlich als Seemann taugt und sein Salz wert ist, müssen wir erstmal schauen, ob ihr wirklich arbeiten wollt. Da hinten, auf den Wägen schön aufgereiht, da wo die Parkourknaben vorstehen, sind 10 schöne Matrosen. Ja, halt, Matrosen laufen los. Okay, sind 10 schön gegossene Geschütze aus zwergischer Fertigung. Ein Geschenk unseres guten Freundes Albrax. Die müssen verladen werden. Da vorne ist ein Kran. Weibel, führt eure Messen an. Seht zu, dass ihr euch untereinander koordiniert. Ich sehe mir das an. Ich lasse den dann erstmal laufen. Werde natürlich allen Teilen einschreiten, wenn die irgendwie Scheiße machen. Nicht, dass wir irgendwas verlieren. Und werde die Geschütze verladen lassen. Ja. Eine Weile dauern und reichlich anstrengend sein. Ja, aber wie gesagt, die Halbmatrosen, alle so 12 bis 15 Jahre alt, sind als erstes losgelaufen, wissen auch, was zu tun ist, sind aber leider dann viel zu, sie sind dann eben mit einem ganzen 20 Leuten angetreten und sie brauchen dann 20 Leute, damit sie dann diese Kanone dann, beziehungsweise die schweren Rotzen dann nach und nach verladen können, sind dann also damit beschäftigt und die anderen werden sich dann, ja, mit einigen Tricks behelfen, irgendwelche hölzernen Rollen, die sie dann unterlegen, andere, die den Wagen dann direkt heranfahren über den Steg, was dich auch so ein bisschen den Schweiß in die Augen treibt. Wenn du siehst, wie dann vielleicht auch sogar dann der ganze Wagen über den Steg dann runterpoltern könnte, aber das Ganze wird dann begleitet von einem lauten Beten der Muakiji Marasna, die über den gesamten Hafen und das Becken die Götter preisen. Ho und Kror und Rondra, Effort, ja, sie singen ein bisschen. Gebt Acht mit dem Kran da vorne. Wenn das Ding runterfällt, schlägt es uns durch 2 Decks. Ich blicke mich mal um. Wo ist dieser Geschützmeister? Ja, die kommen gerade. Ein bisschen verspätet. Die waren wohl noch bei einem anderen. Du weißt nicht, ob es da ein Missverständnis gab, aber du siehst dann, wie Herr Nebelklamm und auch die Maulwürfe mit Rappelstein dann wohl aus Richtung Rondra-Tempel kamen. Und melden sich dann zackig vor dir, machen Meldung. Nebelklang in Befehl. Melde mich wie befohlen. Verzeihung, wir haben am falschen Tempel gewartet. Da gab es wohl einige Missverständnisse. Natürlich, ihr kommt genau rechtzeitig. Da hinten haben wir Munition antransportieren lassen. Seht zu, dass die verladen wird. Jawohl. Was ist das für Munition? Die meisten sind normale Eisenkugeln. Gebt doch die Brandmunition nach, ja? Ihr wisst warum. Das wollte ich wissen. Ist kein Hylaila drin, aber seid trotzdem vorsichtig. Mengbilla? Ne, normales Brandöl. Alles klar.
Ja. Also die Tests bei Rafim und Diamantes sind dann sicherlich auch irgendwann vorbei. Die dreckigen Schurken von dem Knüppler werden natürlich klein gehackt, also nicht getötet, aber auch mit Holzwaffen werden die Leute von Trak von Keckrach da einfach kurzen Prozess mit ihnen machen, sodass es da wenige Knochenbrüche gibt und ihr eigentlich wieder auch zurück in Richtung der Matrosen gehen könntet, wenn ihr wolltet. Ja, den Dicken da, den Großen hier, komm mal ran. Also, wenn du wieder aufgestanden bist. Ja, was? Ja, ich weiß, Trak hat dir die Nase gebrochen. Aber Boltax wollte dich haben. Du bist doch dieser Knüppler, oder nicht? Ja. Ja, wunderbar. Der Rest von euch ist ein Müllhaufen, die will ich nicht. Du kannst mitkommen. Ich sag's dir nur ein einziges Mal. Wenn du jemanden an Bord überfällst, ertränke ich dich. Oder ich werde dich erhängen. Das werde ich dann mit Trak mal ausdiskutieren. Da sind wir uns meist noch nicht so ganz sicher. Er guckt dich an. Du weißt nicht genau, ob er dich verstanden hat. Haben die Geld? Ja, wir haben Geld. Wieso? Naja, weil wenn ihr kein Geld habt, würde ich euch nicht überfallen. Ja. Du wirst uns auch nicht überfallen, wenn wir dir sonst auf die Schnauze hauen, wie du gerade gesehen hast.